Die Familie dachte, sie hätten einen Welpen adoptiert, doch als das Baby größer wurde, waren alle schockiert. Su Yan kommt aus der Provinz Kunming aus dem Südwesten Chinas. Dort lebt sie zusammen mit ihrer Familie in der gleichnamigen Stadt Kunming. Im Jahr 2016 adoptierte sie, wie sie glaubte, einen Doki-Welpen, auch Tibet-Dogge oder Tibet-Mastiff genannt. Er wurde ursprünglich dafür gezüchtet, Herden vor Wölfen, Bären oder anderen Raubtieren zu beschützen. Dementsprechend werden diese Tiere auch sehr groß und kräftig. Eine Schulterhöhe von über 60 cm und ein Gewicht von 80 Kilo ist keine Seltenheit. Su und ihre Familie waren also darauf eingestellt, dass der Welpe sehr viel essen und schon bald zu einem großen Hund heranwachsen würde. Doch was in den folgenden Wochen und Monaten passieren sollte, ahnten sie noch nicht. Su war früh aufgefallen, dass der Welpe gigantische Mengen an Futter fraß. So verschlang der Hund an einem einzigen Tag ganze 2 Packungen Nudeln. Ungewöhnlich war außerdem, dass der Hund auf Früchte jeglicher Art abfuhr. Auch wenn Su diese Menge an Futter besonders viel vorkam, glaubte sie zunächst, dass dies für einen Hund solch einer Größe vielleicht gar nicht so ungewöhnlich sei und er möglicherweise eine besonders große Tibet-Dogge werden würde. Doch schon bald begann sie daran ernsthaft zu zweifeln, denn als der Hund immer größer und größer wurde, wurde ihr immer klarer, dass etwas nicht stimmte. Nach einigen Monaten wog das Tier bereits knapp 100 Kilo und war definitiv zu schwer für eine Tibet-Dogge. Diese haben, wie bereits erwähnt, ein Maximalgewicht von etwa 80 Kilogramm. Und auch die Körpergröße ließ vermuten, dass dieser Hund gar kein Hund war. Doch nicht nur das Aussehen des Tieres war verdächtig. Je größer dieses wurde, desto mehr begann die vermeintliche Tibet-Dogge zu zeigen, dass sie auf den Hinterbeinen laufen konnte. Spätestens zu diesem Zeitpunkt machte es bei Su Klick und sie erkannte, dass es sich nicht um einen Hund, sondern vielmehr um einen Bären handeln musste. Je mehr er wuchs, desto mehr schaute er aus wie ein Bär, sagte Su. Und sie fügte hinzu, ich habe etwas Angst vor Bären. Natürlich war das Haus einer Familie kein geeignetes Zuhause für einen Bären. Abgesehen von der Gefahr, die unmittelbar von dem Tier ausging, ist es natürlich auch illegal, solch ein Wildtier bei sich zu Hause zu halten. Su bemühte sich ab diesem Zeitpunkt darum, dass der Bär ein vernünftiges Zuhause bekam, wo er bleiben konnte. Doch dies stellte sich als sehr schwierig heraus. Zunächst fragte sie bei einem Zoo an, der den Bären jedoch nicht aufnehmen konnte, da sie keine Geburtsurkunde für das Tier hatte. Und natürlich sagte auch jedes umliegende Tierheim ab, solch ein Wildtier aufzunehmen. Also wandte sich die Chinesin in ihrer Hilflosigkeit an die örtliche Polizei, die sie wiederum an die Organisation Wildlife Rescue Center verwies, welche zusagte, den Bären aufzunehmen. Als die Helfer der Organisation bei der Frau eintrafen, waren sie von der Größe des Tieres überwältigt. Aus Sicherheitsgründen entschieden sie sich, den Bären erst zu betäuben, auch wenn sich dieser sehr ruhig verhalten hatte. Anschließend verluden sie ihn in eine massive Transportbox, was bei einem Gewicht von über 100 Kilo alles andere als einfach war. Als der Bär das Wildlife Rescue Center erreichte, bestätigten Spezialisten, dass es sich tatsächlich um einen Bären handelte. Genauer gesagt, um einen Kragenbär, auch chinesischer Schwarzbär genannt. Dessen Population ist aufgrund der Ausbreitung der menschlichen Bevölkerung und der Abholzung von Wäldern in China zwischen den 1940er und 1990er Jahren um 80% geschrumpft. Su war froh, dass der Bär nun endlich in professionellen Händen war und die Helfer waren mindestens ebenso erleichtert, dass dieses Tier nicht in die falschen Hände geraten war, sondern liebevoll bei der Familie aufwachsen konnte. Der Bär hatte also riesiges Glück. Mindestens genauso viel Glück wie der Kragenbär hatte das Baby aus diesem Video, das von einem Braunbären in einem Müllcontainer gefunden wurde. Schau dir hier die komplette Geschichte an.